Hallo liebe Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft. Wir sind gerade auf dem Weg Richtung Tristessa. Ist das Faulbein? Nein, Lutzran, den haben wir doch schon. Wäre ja auch wirklich zu schön gewesen. Und wie gesagt, wir sind auf dem Weg erstmal ein paar Quests abzugeben. Faulbein wäre jetzt nicht schlecht. Ich glaube, wir machen mal einen kleinen Abstecher. Von dem einen Ziggurat aus. Ja, komm. Geh nach Hause. Obwohl, nein, hier hinten haben wir natürlich wieder mal eine Zinnader, die wir natürlich mitnehmen müssen. So leid es mir tut, liebe Leute. Das müsst ihr euch leider in diesem Let's Play von mir gefallen lassen. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir Faulbein irgendwo finden. Das wäre natürlich ganz famos. Und er geht hier irgendwo seine Runden, das weiß ich noch. Und wie wir gesehen haben in der letzten oder vorletzten Folge, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube das war in der letzten, sind Lutzran und Faulbein tatsächlich keine Elite-Viecher mehr. Und somit natürlich gar kein Problem für uns zu besiegen. Und im Grunde genommen haben wir in der letzten Folge auch, boah, ich weiß nicht mehr, wie hieß der? Den einen Oberhäuptling da gekillt und somit im Prinzip den Oberboss hier in den Geisterlanden das gar ausgemacht oder den gar ausgemacht, besser gesagt, und sind somit quasi fertig. Faulbein, mein Guter. So, dann wollen wir mal ganz kurz. Ich kann das noch nicht tun. Wollen wir mal ganz schnell zeigen, wo der Ziegenbock den Honig hat. Nein. Ich brauche ein Ziel. So, dein Ernst, Spinne. Ich habe Energie. So, hier einmal schnell Self-Heal. Und wir sind fertig quasi. Ja, wisst ihr, was wir jetzt machen? Da ich eine kurze Pause nach der letzten Folge gemacht habe, können wir uns eigentlich direkt nach Tristessa begeben. Das machen wir jetzt auch. Sparen uns den Weg. So, dann schauen wir mal. Hallöchen, liebe Leute. Hallöchen. So. Wir geben jetzt diese... Na, hallo? Wirst du mal bitte aufsteigen wollen? Und ich glaube, wir können jetzt hier auch noch tatsächlich unsere Aufgaben hier komplett abschließen. Was ist? Ihr habt etwas, das ihr mir zeigen wollt, Nemesis? Aha, Lutzran und Faulbein. Jetzt seht ihr nicht mehr so gefährlich aus, was? Aber immer noch genauso hässlich. Nehmt dies als Belohnung, Nemesis. Ihr habt es euch verdient. So, einmal Int und einmal Ausdauer Crit. Und ich würde sagen, nehmen wir den hier. Begrüßt den Schatten. So, da wir jetzt gar keinen Ring haben, können wir den auch direkt blind anlegen. Dann gehen wir jetzt nochmal hier hinten hin. Da haben wir auch nochmal ein oder zwei Quests abzugeben. Wirbelknochen, Staub und Frauen der Herzen machen wir nicht. Das haben wir schon in der letzten und ich glaube sogar vorletzten Folge schon entschieden, dass wir die tatsächlich nicht durchführen, weil das dumme Gegrinde und das haben wir nicht mehr nötig. Das war früher tatsächlich nötig, damit man halt auch ein paar Monster mehr kloppt, damit man halt die nötigen XP bekommt. Völlig überholt die Quest, finde ich. Also hätte man da entweder mal die Droprate ein bisschen höher setzen können oder mal komplett ganz umgestalten können, aber naja, gut. Halt ein Relikt aus vergangenen Zeiten, man muss nicht alles umändern, ist ja auch okay so. Jedenfalls geben wir jetzt die beiden letzten Quests noch ab und dann würde ich sagen, auf zu den Vorgebügen des Hügellandes. Aber erstmal, kurz Moment. Ich trinke wieder heißen Tee, weil ich habe jetzt so eine riesen Session, irgendwie, keine Ahnung, schon wieder 50.000 Folgen am Stück aufgenommen und irgendwann der Hals, der macht das nicht mehr lange mit, ganz ehrlich. Und das ist jetzt wirklich kein Scheiß. Das ist. Das nimmt ganz schön den Hals mit. So. Magister Kaendris. Anu Belode Delana. Ist es getan? Wurde Darkhan vernichtet? Oh ja. Am heutigen Tage habt ihr der Geistin in dieser Region einen tödlichen Schlag versetzt. Nach dem Tod des schändlichen Verräters ist die Rückeroberung unserer Länder nur noch eine Frage der Zeit. Schon bald werden wir zu alten Ruhm und Glanz zurückgerufen haben. Gefunden haben. Entschuldigung. So, nehmen wir jetzt aus Prinzip. Nee, machen wir nicht. Wir nehmen nichts aus Prinzip mit, sondern 24, 47, 93. So, wir nehmen das teuerste mit. Lebt wohl.
Ach, guck mal an. Wir haben hier Solarplexus. Den hatte ich mal auf Q. Helte der Sindorei, dies ist der Beginn eines neuen Zeitalters für unser Volk Nemesis. Wir werden unser Land zurückerobern und unser Bund mit Sylvanas und ihren Verbündeten befestigen. Bringt den Kopf des Verräters nach Silbermond zu Lord Themateron, dem Lordregenten Silbermonds. Er wird begierig sein, die Neuigkeit zu erfahren. Das werden wir machen. Tod allen Widersachern! Zu allerletzt, denn wir werden, wie gesagt, hier die Ortschaft wechseln. Dazu gleich aber mehr. Anaria Shola. Krieg gegen die Todesfestung. Die Geister hat unsere Rache genommen. Was vernommen, Nemesis? Nicht mehr lange und ihre verfluchte Zitadelle wird in Trümmern liegen. Jetzt, da sie geschwächt sind, ist es an der Zeit, strategisch jüngste günstige Ziele anzugreifen. Dankeschön, jemand mag mich. Ich bin jetzt auf ehrfürchtig. Und wir haben jetzt noch eine Quest, die wir aber leider, für den Sonnenbrunnen, beziehungsweise dankend ablehnen werden. Die ewige Sonne wird uns leiten. Nein. Haltet den Kurs. So verlockend das Angebot auch ist, tatsächlich werden wir faulende Herzen und Wirbelknochenstaub ebenfalls ausblenden bzw. abbrechen. Ja, abbrechen. So, wir sind jetzt einmal ja dazu gedrungen nach Silbermond und direkt danach nach Undercity oder Unterstadt zu gehen oder zu reisen. Und von da aus können wir dann gleich direkt... Komm, lass mich mal in Ruhe. So, ich muss mal eben kurz richtig hinsetzen. Und von da aus gehen wir dann zu den Vorgebirgen des Hügellands. Und werden da unsere Quests fortsetzen. Mann, was ist denn los? Wir sind Level 22, liebe Leute. Es geht, wie ihr seht. Natürlich, jetzt wird es wieder ein bisschen dauern, bis wir ein bisschen vorankommen. Da wir jetzt viel Reiseweg haben. Da ich gerade eben meinen Ruhestein gebraucht habe, müssen wir jetzt zum nächsten Flugpunkt reisen. Reisen? Reiten. Damit wir mit der Sieg ist dem nahe. Flieger hierhin reiten, reisen, fliegen können. Silbermond. Für so. Den Sonnenbrunnen. Dann werden wir in Silbermond dort den Kopf abgeben und nochmal loben lassen, ein paar Erfahrungspunkte einsammeln, dann ab nach Undercity und von da aus halt mal gucken. Wo ist denn das hier? So, das Vorgebirge des Hügellands. Vorgebirge, Silberwald. Stufe 20 bis 25, da sind wir eigentlich fast auch schon raus. Also, da fangen wir an und sind quasi auch schon bald wieder vorbei. Was ich auch gut finde, dass darunter die Haustierstufe auch jetzt in den Gebieten angezeigt wird. Das ist ja mal schön. Ich weiß gar nicht, welches Level... Hier steht Haustierstufe 6 bis 7. Da könnten wir sogar... Aber ich glaube, das mache ich nicht mit im Let's Play. Ich nehme das nicht mit rein ins Let's Play, diese Haustierkämpfe. Nee. Okay, hier sind wir. Silberwald, das ist Undercity. Und dann werden wir hier rüber nach Arati. Zum Arati-Hochland. Hä, bin ich jetzt doof? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Silberwald, Vorgebirge? Hinterland, hä? Vorgebirge, Arati-Hochland. Hier, 25 bis 30. Und von da aus habe ich dann ehrlich gesagt gar keinen Schimmer mehr, wo ich dann lang muss. Aber ich habe ein paar Viecher gekürscht. Das muss doch irgendwie... Na komm schon. Anaria Shola. Ja, super, guck mal. Und der nächste den nächsten kriege ich mit 125. Gut, das ist zu ertragen. Gucken, ob ich... Ich habe noch ein paar Wolfverbände, die ich machen könnte. Genau, dann können wir auch die nächsten Punkte da holen. Das machen wir mal eben. Zwischenstopp in Silbermond ist halt immer auch nebenbei noch ein bisschen Business zu machen. Und ich würde mich mächtig über Post freuen. Hier Post vom Auktionshaus der Horde. Ach, das wäre schön. Kommt alles noch, kommt alles noch. So. Wir werden siegen. Ach ja, stimmt ja. Ich muss ja alle erstellen. So, super. Schwerer Wollverband. Erstellen. Nein, erlernen. Entschuldigung. So, und jetzt guck mal an. So, jetzt haben wir dann gleich zwei Punkte, die wir aufsteigen. 6, 8 und 10. Super. 25.
Und prompt haben wir auch den nächsten. So, jetzt müssen wir auf Stufe 150 kommen, um Seidenverband herzustellen. Das kommt alles noch. Wir brauchen sowieso nicht den ganzen Verband. Jetzt mal ganz im Ernst. Den brauchen wir nicht. So, dann schielen wir gleich nochmal kurz eben rüber zum Bergbaulehrer. Wir müssen sowieso, guck mal Leute, nicht dass ihr motzt, wir müssen sowieso hier lang und das ist alles auf dem Weg, ja? Alles auf dem Weg, also nicht motzen. Für die Leute, die jetzt nicht genau sich gut auskennen in Silbermond, alles okay. Ach ja, und X-Pearl oder Z-Pearl, wie es ja jetzt heißt, ich finde, das ist wirklich ein, ja, eigentlich mitunter das beste Interface-Add-on überhaupt, finde ich persönlich. Und naja, weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde es nice. So, was haben wir denn hier? Wir haben 82,8, Schande. Da müssen wir aber noch ein bisschen kloppen, ne? Silber verhütten, komm, wir verhütten mal Silber. Und ja, auch das Kupfer werden wir gleich verhütten. So, es tut mir leid. Und das dürft ihr mir wirklich ruhig glauben. Es tut mir auf eine Art wirklich leid, aber wie gesagt, zum einen guck mal, wie schnell das hier geht. Und zum anderen ist es halt notwendig. Wir brauchen halt Gold. Wir brauchen Kohle, Kohle, Kohle. Mit Kohle meine ich nicht irgendwie Erze, sondern tatsächlich Geld. Und was ist das hier? Taschen aufräumen. Das brauchen wir nicht, ganz ehrlich. Und hier diese ganzen Sachen. Spezialgebräu aus Goldnebel. Erhöht die maximale Gesundheit des Spielers 15 Minuten lang um 27. Ist gut, nice to have, aber muss nicht unbedingt jetzt sein. So, wir haben Halbzeit. Wie gesagt, diese Folge ist wieder ein bisschen gechillter. Haben wir vor gar nicht allzu langer Zeit gemacht schon, ich weiß. Aber jetzt ist halt Szeneriewechsel und da ist sowas dann natürlich auch immer mit inbegriffen. Und wie ihr sehen könnt, hier sind wir auch schon so gut wie fertig. So, dann verhütten wir noch ein bisschen Zinn. So. Das bisschen. Und bei Bronze weiß ich nicht, wie viel. Ich glaube nicht. Nee. Mache ich jetzt erstmal nicht, weil ganz ehrlich, wir haben nur 42 Kupferbarren. Und das mache ich nicht. Jetzt bin ich bei 90 plus 10. Die plus 10 werden aber nicht angerechnet, richtig? Wenn es beim Lehrer geht. Ehre den Zindorei. Dann Bergbau 100, aber wir haben ja nur 90 und nur die werden noch angerechnet. Plus 10 ist halt ein Bonus, den wir kriegen. So, und jetzt, nicht damit ihr euch wieder abfuckt, dass ich jetzt wieder zum Auktionshaus rennen möchte. Nein, wir werden jetzt erstmal die Quest abgeben. Dann werden wir Richtung Undercity. Und von da aus müssen wir nochmal zu Sylvanas. Und wenn wir dann dort von Sylvanas aus zum Flugmeister gehen, ist dort auf dem Weg auch direkt das Auktionshaus. Und das können wir dann... Alter, was hat die denn hier für ein... Hallo? Schneller Solanischer Panther. Boah, den hätte ich gerne. Solanischer Panther, den Namen kann ich mir eh nicht merken und werde wohl nie wissen, wie ich den kriege. Und wenn ich... Solanischer... Moment mal. Ganz ehrlich, sorry. Ich muss mal eben ganz kurz... Ich habe hier ein Blatt. Solanischer Panther war das, ja? Solanischer Panther... Schreibe ich mir jetzt mal auf. Na. Solanischer Panther. So, es geht ja nicht darum, dass man generell die Viecher nicht bekommt, sondern dass ich immer so ein paar Viecher sehe und die auch gerne hätte. Und dann später, wenn ich mich dann wirklich darum kümmern möchte, dann weiß ich nicht mehr, wie die hießen. Und dementsprechend weiß ich auch nicht, wo man die herkriegt. Aber Moment mal. Hier kann man doch rein theoretisch Solanischer Panther? Filter? Nicht gesammelt. Solanischer. War das jetzt richtig? Nein, nein, nein. Nicht gesammelt. Gib mal her. Gib mal Panther her. Ich glaube, ich werde den wahrscheinlich wieder. Nein, bei nicht gesammelt. So, und nun? Schade. Okay, wie auch immer, steige ich jetzt nicht durch. Egal, wir geben jetzt hier die Quest ab. Wir haben noch ein paar Minütchen. Hallo.
Die ewige Sonne führt uns Held alle. Held der Sindorei, ihr wünscht eine Audienz bei mir, Schurke? Ich kann mich nicht an eine Verabredung erinnern. Wirklich? Nun, das ist ein Gesicht, das ich noch nicht so früh erwartet hätte. Das sind ziemlich gute Neuigkeiten, Nemesis, in mehr Hinsichten, wie ihr euch denken könnt. Quest beenden. Gott sei Dank, gut. Gesandter zur Horde, unter unseren neuen möglichen Verbündeten regen sich Zweifel über unsere Fähigkeiten. Wie könnten wir ihnen helfen, wenn sie glauben, dass wir nicht einmal mit unserem Problem zu Hause fertig werden? Das ändert alles. Wir lassen keine Zweifel an unsere Stärke zu. Wir werden der Horde als ebenbürtig beitreten. Bringt diesen Brief zu Sylvanas, Anführerin der Verlassenen. Sie war schon immer auf unserer Seite, aber die Nachricht von Darkhans Tod muss wie Musik in ihren Ohren klingen. Bereitet euch auf eine lange Reise vor, Nemesis. Wenn alles gut geht, wird sie euch nach Orgrimmar schicken. Was soll ich denn da? Bringt den Brief von Lord Temar Theron zu Fürstin Sylvanas Windläufer in Unterstadt, der Hauptstadt der Verlassenen in Tiresfall. Was soll ich in Orgrimmar? Bist du dumm? Entschuldigung, aber was soll ich da? So, jetzt gehen wir hier weiter. Und ihr werdet euch denken, warum gehst du da hin? Weil in diesem Hinterraum, wir sehen hier oben eine Transportkugel, eine Translokationskugel sozusagen. Und die führt uns ganz genau. Autsch, ich habe auch Schmerzen. Na komm. So, Szenenwechsel. Hallo? Nach Under City oder Unterstadt halt, je nachdem, wie ihr es gerne hättet. Wer bist du denn? Ach, wie süß. So, liebe Leute. Die Ruinen von Lordaeron. Hier ist es damals geschehen. Arthas kam nach Hause und hat seinen Vater auf entsprechender Weise gegrüßt. Hier im Thronsaal. Hier war das nicht hier? In dieser komischen Zwischensequenz, als Arthas nach oben geguckt hat und irgendwie die Blütenblätter runterkamen und alles. Und hier ist es geschehen. Hier sehen wir noch das Blut. Naja. Lang ist's her. Und hier ruht König Tirenas Menethil II. Hier ruht König Tirenas Menethil II., der letzte wahre König von Lordaeron. Groß waren seine Taten, lang währte seine Herrschaft, undenkbar schien sein Tod. Möge der Vater unschuldig an des Sohns Tages ruhen, Taten ruhen, möge die blutige Krone verloren und vergessen bleiben. Ja. Na ihr? Wurden die nicht mal ersetzt? Die wurden doch mal ersetzt, oder nicht? Da waren noch ganz komische Viecher. Jetzt sind wieder diese... Ah, das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. So, wir nehmen uns jetzt erstmal den Flugpunkt. Katsching. Was jetzt? Schrei mich nicht an. So, dann gehen wir hier runter. Und müssen, wie wir sehen können, hierhin ins Apothekerviertel. Und hier, guckt mal eben. Machen wir schon auf den Hinweg. So, wir setzen alles zurück. Gucken nochmal, wie viel wir für Kupferbarren kriegen. Und natürlich... Ach nee, doch, ich bin der Niedrigstbietende. Okay, 64, 68, 50. Gut, das behalten wir mal bei. So, einmal und zweimal. So, 64 und 68, 50, ja? 64 und 68, 50. Ja, ist richtig. Hier ebenso. Nein, abbrechen. Ebenso. Und was haben wir hier noch? Guck mal an, leichtes Leder. Können wir jetzt suchen und guck an, 5. 10, 15, 20. Jetzt lass mich rechnen. Das ist das mal 4, sind 40. Ja, 72. 65, 70, würde ich jetzt sagen. 20. So, 65, 70. Ich lasse das mal. Ja.
Gute Frage, ne? Okay, lassen wir jetzt mal. Wir haben jetzt immer noch einen Job zu tun. Na, komm mal weg. So, Apothekerviertel. So, ach du Schande. Nee, liebe Leute. Apothekerviertel und so weiter. Das Apothekarium. So, ich würde sagen, Silvanas Besuch in der nächsten Folge ist ja schon wieder soweit. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play World of Warcraft. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute und ciao.